Was habt ihr Schönes gepostet seit dem letzten Mal, seit wir reingekickt haben? Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. So ein Gewand ist nicht vorteilhaft. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Die Kinder, nachdem sie ihre Schaukel mit abgerissenem Seil wiedergefunden haben. That's not how this happened. Mein Steißbein ist tatsächlich mit 99%iger Sicherheit gebrochen, weil das Ganze ist jetzt 10 Tage her und es tut noch genauso weh wie am ersten Tag. Ich bin ultra hart am Struggeln. Dauert wahrscheinlich ein paar Wochen, bis das wieder abgeheilt ist. Och nein, Mattis Zuschauerzahlen, wenn die Verlosung vorbei ist. Die Verkaufszahlen von Somnium momentan. Nö. Mein Name ist Lizenzfeier. Mattis Trainingsplan nach seiner Verletzung. Ja. Wisst ihr noch, wie ich meinte, ey, seit 3 Wochen wieder Vollgas mit Sport, Ernährung, alles durchgezogen. Bam, direkt die ersten 4 Kilo abgenommen. Ja moin, versteht ihr jetzt, was ich meine? Jedes Mal, wenn ich anfange, Gas zu geben, verletze ich mich und kann wieder 6 Wochen keinen Sport machen. Mattis Apozahl, als er sich umbenannt hat. Mann! Mattis Puls, wenn er pinkeln geht. Eine UNO-Reverse-Karte als Meme. Auch nicht schlecht. Die Rocket League-Sucht, Matti. Ich bin anscheinend ein Wassertank, der Wasser verliert. Und die Rocket League-Sucht blockiert ein Loch, das in mir drin ist. Meme-Template gone wrong. Simsi, keine Idee für Memes, Platsch. Und so wendet man das wieder richtig an. Das hier ist nämlich eine 1 plus mit Sternchen. Matti ändert die Route, the entire timeline. Weil ich woanders im Wald entlang gegangen bin, ist plötzlich Quaki auf der Schaukel gewesen. I am confusion. So I am confusion. Ich, wenn ich sehe, dass eine neue Folge Memes draußen ist. Whee. Und ich merke, dass mein Meme nicht drin vorkommt. Whee. Also die Anwendung verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Soll das gemeint sein? Positiv? Oh, doch negativ? Hm. Na gut. Thomas, Sophie, Lukas. Wie stark! Also, da muss man wirklich in einem bestimmten Stream zu einem bestimmten Moment dabei gewesen sein, um das Meme zu verstehen. Kurzfassung. Seht euch einfach das letzte Mattis Kummerkasten-Video an, da wird einfach alles erklärt. Der Bekannte, der Matti wegen seines Zitterns komplimentiert. Matti, der einfach nur nervös war. Sehr stark. Hier mit dem The Office Meme-Template. Strong. Also auch da muss man dabei gewesen sein, meine Story gehört haben, aber starkes Meme. Matti, als er am Ticket stand, steht. Du meinst stand und kein Ticket bekam, da er kein Russisch spricht. Mattis Unterbewusstsein. Bewusstsein. Ja, Punktabzug für die ganzen weirden Schreibfehler, aber ist okay. Aufnahme von Mattis Unterbewusstsein, wie es heimlich Russisch lernt, während Matti schläft. Ja, ist eine Originalaufnahme. Die Transformation von Mattis Gehirn 2016 für Anfänger, für Fortgeschrittene. Mann. 2021. Oh! Oh! Hey! Also, das hier habe ich 5 Jahre später hinzugefügt. Aber ich weiß gar nicht, warum hier Anfänger im Titel steht. Für Anfänger, aber es ist eine für fortgeschrittene Technik. Na, dann muss ich doch einfach nur fortgeschrittene. Ende! Ah, ich based on my pain. Also, der Hai, der fänd das jetzt lustig. Hai wird sich jetzt wieder schlapp lachen. Einfach nur wegen dieses Gesichts. Das, was immer geht, ist Blackpool Matti pisst mich. Ja, sehr stark. Kriegt auch von mir ein Lach-Emoji. Matti, ich brauche ein neues Spiel, das Spaß macht zu streamen. Rocket League. Now this looks like a job for me. Auch stark. Mann, voll gute Meme-Runde, ey. Gefällt mir. Die Community. Mach mal Air-Dribbles. Stell mal Kamera wackeln aus. Du musst ins freie Training. Können wir zusammen spielen? Matti, der einfach nur entspannt Rocket League spielen will. Absolut korrekt. Matti, wenn ihr wüsstet, wie viele tausende TikToks ich durchgehe, bis eins ein Like verdient. Seine Likes. General Kenobi. Ja, war doch ein gutes Meme. Auf jeden Fall. Die Community, wenn Matti die Somnium-Karten zerreißt. Warum verletzt sich dann die Community an einer Schaukel? Mattis momentane Fitnessentwicklung einfach erklärt. Das fühle ich dann wieder, weil das ist ein Meta-Meme. Nicht nur die Bedeutung des Memes, nämlich Absturz, sondern auch noch, der Absturz ist ja passiert wegen meiner Fitnessentwicklung. Also das ist ein Doppel-Triple-Meme. Das ist tatsächlich, guck mal, hier haben nur 3 Leute haben Perfection gewertet. Das ist actually die stärkste Anwendung inhaltlich gesehen von diesem Meme. Die Lebenszeit dieses Meme-Templates. Ja, actually ist das in einer Woche auch schon nicht mehr lustig. Wenn Matti sich wieder Community-Memes anschaut. Ja, das trifft es ganz gut. Matti spielt Rocket League für Abwechslung. Ich erwarte, bis mal wieder Valorant gezockt wird. Ja, Valorant kannst du noch lange warten drauf. Ich bin nicht so gut in so Shootern. Aua, aua, ah, nein! Romero! Mattis Discord-Momente an. Das Meme war einmal vor 10 Tagen mit drin. Das trifft's dann schon eher, ja. Nocturne-Trailer-Dreh. Matti, hi.
Der Heido, nackt. stark. Matti zu seinem Nachbar. Ich hab gar nichts gemacht. Quark im Nebenzimmer. Me, Mom, can we have miles? Mom, no, we have miles at home. Oh. dieses Bild. Hi, wenn Matti ihm seine TikTok-Likes zeigt. Confusion. Absolut korrekt. Matti zu Hai, hast du schon mal Ziegen gegessen, die Tomaten essen? Digga, hast du schon mal Ziegen gegessen, die Tomaten essen? Mann, meinte gesehen. Das war ein Versprecher, okay? Lehrer, Bilder kann man nicht hören. Ich? Mann, ey, reicht doch mal. Matti, wen er den Hummer des DCs siert. Matti, nachdem er den Titel richtig gestellt hat, gemacht hat. Also das Meme fällt halt leider wegen dieses Schreibfehlers, ne? Leider fällt das Meme an der Stelle. Matti, wenn jemand das Wort Humor benutzt. Digga, wie schnell war das denn jetzt? Das ist literally 30 Sekunden her, dass ich das vorgelesen habe. Digga, wie schnell bist du, Mofips? Das Bein. Alter, nicht von dieser Welt. Also das Meme-Template ist ja mal ultra stark. Sehr, sehr, sehr starkes Meme. Fett im wahrsten Sinne. Das war die heutige Meme-Runde und ich bin ganz ehrlich mit euch. Das war, seit ich jetzt vor ein paar Monaten oder vor ein, zwei Monaten, lol, wieder angefangen habe, auf Discord-Memes zu reagieren, das war auf jeden Fall die beste Runde seitdem. Props gehen raus. Ihr habt euch stark verbessert. Ihr habt mal wieder richtig, richtig gute Memes rausgehauen. Und wenn euch dieser Part Discord-Likes schon gefallen hat, dann klickt einfach auf dieses Video. Hier geht's nämlich zum letzten Teil. Auch diese Memes waren ziemlich fresh. Viel Spaß dort.